Ja, hallo. Ein hoffentlich besserer Guild Wars als zu Beginn der Woche. Im Anschluss dann mache ich TOA Summons. Ja, was war's ja? Gerade wollte ich sagen, mach mal den, damit ich mirroren kann, aber. Aber mach mal lieber den hier. Garu, Rakuni und Hordaan. Na, no, nicht schlecht. Nimm mal Beth. Was noch? NRL. Und Windpanda. Mein Panda ist jetzt Max-Skilled. Ich möchte sowieso mal schauen, irgendwie was, wie viel Damage der jetzt macht. Oder ob ich irgendwie an Runden ein bisschen was machen muss, weil er eben auf was HP, also Defense, HP, Defense ist. Okay, und da unten Juno, Verrat und Cammy. Noch ein bisschen Strange. Was machen wir da hier? Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Fuck, ich habe wirklich keine Ahnung hier. Ja, was soll ich hier? Ich möchte zumindest diesmal irgendwas gewinnen. Autsch. War da an hier. Zu langsam. So, Defense Break. Okay, 4k Damage. Auf Defense Break finde ich gar nicht so übel. So, jetzt stirbt eh alles. Also halbwegs halt. Mein Panda verreckt gleich. Einer will. Noch einer? Oh, schade. Ich weiß nicht, ob er nicht irgendwie ein bisschen zu squishy ist. Er kommt mir irgendwie. Weiß nicht. Na toll. Ich weiß nicht gar nicht, ob Perna so eine gute Idee war. Gehen wir mal Verrat. Dann. Naja, Helmer Perner halt. Defense Break. Na gut, der hat eh nichts gemacht. So. Perner OP. Ich weiß nicht, was mir besser gefällt bei Perna jetzt mit Attack auf Slot 2 oder halt Speed auf Slot 2. Mein Damage ist halt schon nice mit neuer Attack-Rune, ist eh klar, aber
Egal. Na gut, wenigstens schon mal ein Win. Okay. Ja, machen wir gleich hier. Panda, Harmonia und Dragdoor. So, nachdem ich aber irgendwie immer Angst habe, dass Triana eine Copper Trap ist, was auch gut möglich sein kann mit Panda Lead, nochmal Kalion Bulldozer und da unten machen wir halt wieder nochmal ein bisschen risky. Naja, sonst doch Fahrt. Okay, wir buffen Kali, dass da nicht irgendwie was passiert. Oh Mann, chill. So, killen hoffentlich mit. Sag ich ja. Das war hundertprozentig gerade eine Copper Trap. Rektor ist auf Vampire, aber ich weiß nicht, dann viel zu overrated ist Net 5 irgendwie. What the fuck, Galleon hier? Was mit dem Bastard? Bist du behindert hier? Und immerhin alle drei resettet. Fuck you, Skogo. Kack, Galleon hier. Das hat er im letzten Kill wohl schon gemacht. Naja. Wenigstens Cyrus mit seinen 30% Accuracy hat alles getroffen. Okay. Ah ja, er hier wieder. Naja. Habe ich letztes Mal schon gemacht. Das sieht ja interessant aus. Hä? Fairy King Tiana und Cyrus? Warum? Na gut. Wo war er? Nochmal den hier. Obwohl mich das untere Team auch schon ein bisschen nervt. Und ich das obere eigentlich genauso mit Cyrus machen würde. Da komme ich. Ich gebe Katarina noch eine Chance. Okay, was machen wir da? Tja. Irgendwie Bruiser, glaube ich, wäre keine gute Idee. Also ich würde Bernhard irgendwie echt nochmal cleaven. Sarah to killen. Ja, sollte schon gehen. Galleon, danke. Dann machen wir dritten Skill auf Sarah zu. Direkt mal Perna mitgekillt. Das heißt, wir können Perno direkt nochmal killen. Naja, jetzt
Gerleon, so, wie viel Damage machen wir da? 90k oder so, ne? 82k, na gut. Katharina. Macht mich stolz. Komm, kill schon. Naja, nicht so übel. Nicht so übel. Das wird noch nicht ganz killen, schätze ich. Ja. Macht nichts. So, ich glaube nicht so und dann mal Cutter Skill Ready, oder? Naja, Defense Break meine Cutter, aber macht nichts. Jetzt kannst du machen, was du willst. Kaboom. Hey, 3 Wins, immerhin. So. TOA Summons. Exclusive FAQ. Schauen wir mal. Weiß ich nicht, ob es vielleicht unter Anführungszeichen klug wäre, seine Summons für das Event Blessing zu sparen, aber interessiert mich nicht. Toll. Skogo! Mann, Kack. Phantom Thief. Naja. Da noch irgendwas. Auch nichts. Na gut. Dann mache ich jetzt noch TOA weiter und Siege und ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.